Eine Bergtour in den Hochalpen. Die Luft hier oben ist dünn. Der Körper versucht trotzdem genügend Sauerstoff zu bekommen. Die Atmung wird schneller. Man versucht automatisch, die Lungen noch voller zu pumpen. Völlig normal für jemanden, der die Höhe nicht gewohnt ist. Am besten man macht Pause. Wenn einem dann aber schon irgendwie schwindelig ist, wenn der Kopf wehtut, kann das erste Symptom von Höhenkrankheit sein. Sagt Janine Bachmann. Sie ist Ärztin, selbst oft über 4000 Meter hinaus unterwegs. Wir trafen sie am Osterfelder Kopf. Der ist nur 2000 Meter hoch, doch schon 500 Meter höher kann einen der Höhenkopfschmerz erwischen. Und dann sollte man aufpassen. Wenn Übelkeit oder Bewusstseinsstörung dazukommen, sollte man absteigen. Wenn man nur in Anführungsstrichen weiterhin Kopfschmerzen behält, kann man auf der Höhe bleiben. Man sollte in keinem Fall weiter aufsteigen, egal was die Truppe sagt. Sicherer ist, auf der Höhe bleiben oder absteigen. Wenn man das nicht tut, kann nicht nur jeder unsichere Schritt zur tödlichen Gefahr werden. Je höher man nämlich kommt, desto mehr verändert sich der Blutkreislauf in Lunge und auch Gehirn. Im Extremfall tritt Wasser ins Gewebe aus, was zu einem tödlichen Lungen- oder Hirnödem führen kann. Dagegen gibt's nur eins, sagt die Ärztin, vorbeugen. Also man kann früher anreisen, als vor Tourenstart anreisen, dass man schon in größerer Höhe sich befindet, bevor man in die Tour startet. Dass man sich auf der Höhe bewegt, dass man ein bisschen aufsteigt, wieder absteigt, auf einer niedrigeren Höhe schläft, als man übernachtet, als man hochgelaufen ist. Das kann man machen. Und Zeit ist ein Faktor. Doch wer nimmt sich noch, wer kann sich noch die Zeit nehmen, sich am Berg zu akklimatisieren? Zum Glück kann man das mittlerweile auch im Tal machen. Das Indoor-Zentrum für Höhentraining in München beispielsweise verfügt über Räume, in denen individuell verschiedene Höhen simuliert werden können. Der Sauerstoffanteil der Luft wird reduziert, sodass der Körper dieselben Herausforderungen spürt wie auf dem Berg. Ich habe schon vieles erlebt, gerade Anfänger, die sich überschätzen, die dann so 3-4 Minuten in der Höhenkammer sind, bei 3000 Meter Höhe, bei 16 km/h. Die haben Schwindel und die kriegen dann auf dem Laufband die Orientierungslosigkeit und es sind natürlich dann und schwanken dann dementsprechend und da muss man sofort eingreifen. Und man kann das hier unten eben auch gefahrlos tun. Zudem kann man sich auch auf die Nacht in 3 oder mehr 1000 Metern vorbereiten. Denn nachts wird der Atemrhythmus langsamer, der Körper bekommt weniger Sauerstoff. Man schläft schlechter und ist am nächsten Tag alles andere als fit. 10 Tage Höhentraining reichen aus, um die Zahl der roten Blutkörperchen um 20% zu erhöhen. Damit hat man dann genügend Luft, um die Berge in der Höhe auch genießen zu können.